meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu meiner World Dead Space 3. So, war ganz schönes Rätsel gerade eben, ne? Was heißt ganz schönes Rätsel, wenn man einfach dumm ist, ne? Wenn, oh. Beautiful. Wenn man nicht richtig liest. Mein Gott. Oder sich anguckt. Heilige Scheiße. Das muss das Zentrum sein. Und das muss die Maschine sein. Ja, dann mal glaubt ihr, Ellie ist tot? Ja. Oder kommt ihr mal wieder? An die Arbeit. Versprechen Sie mir bitte was. Was denn? Heiraten Sie mich. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja? Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Ja, natürlich. Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Ja. Ja. Hey. Hm? Hey. Tut mir echt leid wegen Ellie. Mir auch. Mir auch. Hier lang! Schaff das Geröll zur Seite! Hey, da ist Danny. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Okay. Holen wir uns den Codex. Kommt sie! Ja, ich arbeite ja dann. Isaac, diese Pfade kreuzen sich da vorne mit denen von Danny. Versuchen Sie ihn aufzuhalten. Such mir einen anderen Weg. Was? Quatsch. Oh ja, warte mal. Such, kleiner Junge, such. Danik, Sie müssen damit aufhören. Isaac, sind Sie da? Nein, deine Oma ist das. Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danik, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze ich. Er ist lebendig, Danik. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik, hören Sie mir zu. Komm ich hier gar nicht durch, Danik, hören Sie mich. Arschloch. Ja, ja, also. Aber wie komme ich denn hier durch? Ah, warum komme ich nicht durch? Da muss ich jetzt durch, genau. 29 Schuss auf einmal. Okay, 26 Schuss. Boah, wie komme ich denn da rüber? Okay. Weiß nicht, wie ich da rüber komme. Aha. Aber das ist Munition. Das sind diese Springdingskapseln da? Oder wie kriege ich die jetzt auseinandergeschossen? Hm? Oh, dieses Spiel, ne? Das ist immer wieder Neues. Immer wieder neue Dinge kommen hier auf einen zu. Kann man nicht irgendwie ganz gemütlich, irgendwie ganz normal spielen? Nein, es müssen immer wieder was Neues kommen. Was ist das? Ja, und jetzt? Aha. Oh mein Gott. Ja, aber cool sieht's aus hier, ne?
Oh, Digga. Jupp. Jetzt sind wir durch. Und noch mehr Springscheiße, wa? Isaac, da ist er! Derek! Er schießt sie! Dein Arsch entkommt mir nicht! Er ist es ja, der Angst haben muss. Wo sind die Penner eigentlich alle? Ach, so nah dran. Carver. Gab es nicht irgendwie auch schon mal ein Carver in irgendeinem Spiel, wo der Carver dann auch ein ganz böser gewesen ist? Ja. Walking Dead. Es hat... Sie können nicht weit sein. Siehst du ihn? Ja, da an der Wand. Haltet ihn um jeden Preis auf. Ah ja. Isaac, er entkommt. Warten Sie, ich habe einen Plan. Vielleicht auch mal was tun? Ob ich mich hier erschrocken habe, richtig gerade? Der Codex! Reise! Wessen Scheißplan war das eigentlich? Gebt ihn mir! Scheiße, sind sie schwer! Gott, Reise, sie rutschen ab! Reise! Nein! Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben das ja überlebt. Guck mal, was hier für Skelette sind. Oder Artefakte. Oh Gott, Himmel. Carver! Hier drüben! Wo denn? Oh, Scheiße! Wir treffen uns an der Maschine! Okay. Und dieser Vogeltyp hat sich nicht getraut, hier mit runterzukommen, wa? Guckt euch mal die ganzen toten Aliens an, Alter. Alles voller Rosettas. Willst du mich verarschen jetzt? Was macht ihr denn hier unten? Ihr solltet eigentlich gar nicht hier sein. Ihr solltet ganz woanders sein. Genau. Zu den Ausgrabungsteams gehörten einige unserer klügsten Archäologen und Soldaten. Was mit ihnen hier... Ach, was war das denn nochmal? ...dient uns allen als abschreckendes Beispiel. Was hat sie zu einem solch extremen Verhalten gebracht? Zu solcher Verderbtheit und Gewalt? Ich habe ihre Leichen im Auffangraum beschlagnahmt. Dort hoffe ich, Antworten zu finden, nicht nur hinsichtlich ihres Abwesens... gerade so, ne? ...bezüglich des Artefakts, das sie in den Tiefen entdeckten. Hallo. Oh, hier ist eine Mensch. Anzug wechseln? Nein, wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht was mit unseren... Was ist das denn alles?
Was? Schaden? Upgrade den Schaden und die. Was ist denn Treffer? Aber guck mal, da fehlt uns ja ordentlich was, ne? Ach so. Ja. Also ich hätte ja wenn gerne, dass wir hier gepanzerter sind einfach, ne? Alles andere ist nur Spielkram. Alles andere ist nur Spielkram. So. Neue Waffen-Upgrades. Clip hinzufügen. Plus zwei Clips. Haben wir. Fire Rate. Schaden. Nachladen plus Schaden. Und, ja, da haben wir nichts anderes. Clip hinzufügen können wir dann machen. F zurück. Wir schießen ja viel auch mit der Schroti, ne? Wenn wir da denn Feines. Clip hinzufügen, mehr nicht. Okay, dann lass uns das. Aber ein Bot, den wir losschicken können? Ja. Blablabla. Und los geht's. Kleiner süßer Botti, du bist ein Sucherbot. Holl. Das ist aber nicht einer von diesen Unsterblichen, ne? Eieiei. Er war nackt und zitterte, als ich ihn fand. Die selbst zugefügten Wunden, deren Sinn ich nur vermuten kann, waren tief in seiner Haut gegraben. Ich musste ihm das Artefakt mit Gewalt aus seiner kalten, weißen Hand reißen. Ein interessantes Objekt aus unbekanntem Material, das, wie es scheint, durch Geräusche aktiviert wird. Die Zeichen sind Worte, da bin ich mir sicher. Aber ohne Mittel, sie zu übersetzen, wird sein Zweck wohl ein Rätsel bleiben. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte ich vielleicht andere Beispiele finden und die Sprache entziffern. Mhm, aber du hast nicht mehr Zeit, weil du bist tot. Denke ich mir mal, ne? Oh, Moment. Ein Textlock. Motivation. Oje, Mine! Was ist aktiviert? Was? Aha, schön. Wie ging nochmal der Zero-Sprung? Oh, da muss ich nochmal kurz gucken. Wie ging der Zero-Sprung? Der Zero. Nee, warte mal. Steuerung. Der Zero G-Sprung mit Alt rechts. Ach so, Alt. Ja, klar. Ich hab gerade was anderes. Was ist denn das hier? Oder so, dann, ne? Juhu! Ich fliege! Ach, wie schön! Was bitte ist denn das? Ist jetzt tot? Oh Gott! Was sind das für Missgeburten, Alter? Ne, ich meine, hier sind alles ja Missgeburten, ne? Guck mal hier. Nimm mal mit. Digga, da müssen wir nochmal alles hier durchfliegen hier.
dass wir hier nichts vergessen. Wir brauchen so viel Shit einfach. So eine Lampe. Eine wunderschöne Lampe. Ah, schade, ich dachte, hier wäre vielleicht noch irgendwas. Aber ich meine, dafür, dass es ein neues Monster ist, hätten wir uns mal irgendwie... Komm, du Pinata! Okay, hier müssen wir hin, wa? Oh, hier ist der... Schön kalt. Aha! Rosetta. Hallo, Rosetta. Schwerelosigkeit aktiviert. Ah, natürlich. Natürlich. Ach du Scheiße. Na, irgendwas sagt mir, wir sollten auf jeden Fall nicht in die Laserstrahlen reinfliegen. Klar. Sieger. What? What? Ah, okay. Sieger. Wo soll ich das denn eingeben? Alter, das sieht aus wie die Laserkanone vom Todesstern, Alter. Was geht hier ab? Nö. Ach komm, hör auf jetzt, du blöde Kuh. Oh, der lebt ja noch. Und hör aber mal auf. Ich finde die noch viel härter als im ersten Teil, die Gegner. Die können mir kassieren. Oder meine Waffe ist schlechter, das kann natürlich auch sein. Alter! Du Fotze! Bist du irre? Bist du denn völlig bescheuert, oder was? Alter, jetzt sind mir, glaube ich, gerade meine Stimmbänder in dem Moment gerissen, ey. Alter Schwede, bist du irre? Lass das sein! Ich bin nicht so einer, nein! Der auseinandergeknüppelt ist. Aber dafür brauchst du schon tatsächlich echt Granatwerfer, ne? Um die mal eben halt zu sprengen. Ich finde diese Waffenidee richtig geil mit diesen Granatwerfern, ne? Was? Hör auf. Was? Sind da noch welche?
Was ist denn das? Was ist das hier? Ja, klar. Scheiße, keine Munition mehr, wa? Direkt gar nichts mehr, ey. Besser, ne? Okay, jetzt geht's wieder. Ja. Den Ofen reinschossen. Wird immer mehr, ne? Wird immer besser, die Knarre. Kommt auf jeden Fall schon mal ein Sturmgewehr. Na, alles hier. Letzter. Letzter. Ach, Scheiße. Oh Mann, das habe ich alles schon wieder vergessen. Das wird ja natürlich bombastisch. Ich ja, alles klar, Digga. Wir müssen das jetzt auch beenden, sonst bis dahin vergesse ich das uns wieder. Warte mal. Aha. Letzter. Wo muss ich hin? Ab nach oben, Schatzi! Oh nein! Hier so heftig andauernd. Oh, das sind die Dinger, die explodieren, ne? Sollte... So, ich sollte mich, glaube ich, davon erstmal nicht weiter ablenken lassen. Er haut mich ja sowieso gleich wieder raus. Die Sache ist, ich hasse das, dieses Dings, ne? Es nervt einfach. Warum muss das so abge... Alter, bitte. Ist.
Mann, geh doch jetzt dahin, Digga. Geh da hoch. Es nervt. Okay. Geh's auf. Ja, sehr gut. Oh. Mit der Bench kann ich gerade überhaupt nichts anfangen. Ich muss jetzt irgendwie mal gucken, dass ich an diese scheiß Maschine rankomme. Sonst habe ich das alles wieder vergessen. Oder wir machen das einfach alles in der nächsten Folge. Und finden das hier alles sehr cool. Und ich wünsche euch schönes was auch immer. Tschüssli Müsli, danke fürs Reinschauen. Und ciao!